Hallo, gestern hatte ich eine Stunde mit einem Schüler, der Probleme hat mit Slice. Er hat nach rechts geschlagen. Als ich seinen Schwung aufnahm, sah alles ziemlich gut aus, aber das Blatt war offen. Und wie du weißt, das Blatt ist der Hauptgrund, warum unsere Bälle rechts oder links fliegen. So, wenn du eine Tendenz nach rechts hast, ist höchstwahrscheinlich deine Schlagfläche im Treffmoment rechts verkantet, wenn du Rechtshänder bist. So, was ich mit ihm gemacht habe, ist Folgendes. Und es ist eigentlich ein ganz einfacher Tipp. Übrigens, das kann auch für Golfer sein, die versuchen zu sehr von innen zu kommen. So, es muss nicht sein, dass du irgendwie von außen kommst oder nicht. Es geht nur darum, dass das Blatt im Treffmoment square ist. So, wenn man einmal von hinten schaut und ich nehme meinen Stand ein und ich rolle aus und in der 9 Uhr Position, und das ist ein ganz Schlüsselmoment, möchte man sehen, dass die Schlagfläche leicht nach vorne gekippt ist. Also nicht so spitz nach oben, sondern leicht nach vorne. Und das ist eine gute Square Position, vielleicht leicht geschlossen, aber das ist gut. So, mach das in Zeitlupe. Dann hol mal aus, komm in eine gute Position oben und dann führ den Schläger wieder ganz langsam runter. Nicht vergessen, dein Gewicht zu verlagern, zu rotieren und die Arme zu senken und dann wieder in die gleiche Position kommen. Und da musst du schauen, dass die Schlagfläche wieder leicht nach vorne geneigt ist. Sehr oft passiert es, dass der Golfer gut ist, aber das Blatt ist so. Und dieser Ball wird rechts fliegen oder man muss kompensieren mit den Händen. So, zwei Sachen. Wenn du ein Slicer bist, wird höchstwahrscheinlich ein etwas stärkerer Griff dir sehr gut helfen, dass die Faust zwischen Daumen und Zeigefinger auf die rechte Schulter zeigen. Das wird dir sehr viel helfen, den Schläger in diese Position zu bekommen. Und wenn du aber eher von innen kommst, kann es sein, dass der Gedanke von innen nach außen dir wehtut, dass du das tut. Dann, wenn das der Fall ist, wenn du siehst bei Videoaufnahme, dass du da gut bist, dann ist es wichtig, dass du mit den Händen so arbeitest, also wirklich früher releasen und denk Daumen hoch und runter. Das habe ich mit meinen Schülern gestern gemacht, das hat wunderbar geklappt, dass der Schläger wieder da kommt. Weil Lag und Halten wird nichts bringen, wenn die Schlagfläche offen ist. Okay, so einfach von hier releasen, dass du wieder da bist. Und dann bist du in einer guten Position. Du hast eine gute Chance, den Ball gerade auszuschlagen. Und ein paar Dreis treffen. Okay, so probier es aus bitte, ganz simpel. Da wo du beim Ausholen bist, musst du beim Abschwingen sein. Mach das in Zeitlupe und viel Spaß.